Es ist zu spät. Venedig ist jetzt nichts mehr als ein Grab. Ein schreiendes Grab, das dir entgegengeschleudert wird. Die Zeit ist da, die Geschichte zu beenden. Jetzt! Die einzige Geschichte, die zu Ende geht, ist seine. Ich werde ihn in Stücke reißen, ich werde alles beenden. Fang schon an! Mein Zorn wird dich in Stücke reißen. Zum Kampf! What the fuck? Ups. Das wird interessant. Eine Sekunde. Victor, du kannst mich gerade mal. Ich wollte kurz mal mit dem Dogen reden. Wo ist der überhaupt? So, da ist... Hey. Das sind Verwandte. Okay, anscheinend muss ich mich erst um die kümmern. Okay, das ist blöd. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Dann reagieren die Verbannten auch nicht. Oh, Victor schickt die Kugeln. Das ergibt Sinn. Oder auch nicht. Dann hey! Ätzend. Nee. So, ihr lieben Verbanden, jetzt ist erstmal Schluss mit lustig. Oh, der erste ist schon tot. Schön. Nein. Alter, wieso sind die so stark? Das ist doch echt nicht mehr normal. Was zur Hölle? Wieso das denn schon wieder? Gib doch mit seinen scheiß Kugeln da. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du bescheuerte Kugeln nach mir schießen kannst. Ich weiß, dass ich in die Welt der Schatten muss, um die Pest zu weichen. Allerdings kann ich jetzt auch den Fluch auflösen und den Dogen umbringen. Was die Flammen anscheinend. Aha. So. Ah, schon wieder die. Drei Schläge und ich bin tot? Moment, da stimmt was nicht. Eine Sekunde, magische Angriffe, klar. Magische und stumpfe Angriffe. Ja, ist schon klar. So, wollen wir doch mal. Oh, ja, aufs Schwert gewechselt, ist ja egal.
Oh. So sieht das aus. Der Doge ist ja schon wieder komplett am Leben. Ah, eine Runde haben wir noch. Eine Runde haben wir noch vor uns. So, drei. 7. Alle drei tot. Scheiße, es gibt ja hier immer wieder eine Blessur von den Idioten da drüben. Aber wenigstens halte ich mich nicht mehr von den Füßen. Oh, ein letzter. Das schwarze Grimoire. Das schwarze Grimoire. Nein! Was ist denn jetzt mit den blöden Dogen wieder los? Hm, Schattenwelt. Oh Gott, was wird das jetzt? Wird bestimmt besonders lustig werden. Auf jeden Fall habe ich ein sexy Kleid an. Was ganz wichtig ist in der Schattenwelt. Oh, ich hätte mal versuchen sollen, den Tod persönlich zu rufen. Jetzt habe ich mir schon die Fähigkeit geholt und jetzt habe ich es nicht eingesetzt. Vielleicht funktioniert es. Eine Sekunde. Uno de secundo. Ich werde es auf 6 legen. Das brauche ich ja eh nicht mehr. Okay. Nicht erlaubt. Ja, wollen wir doch mal sehen. Ich kann ihn vergiften. Sonderlich effektiv ist das Ganze jetzt nicht. Ja, das ist nicht gut. Das ist merkwürdig. Der hat mich einfach nur zurückgeworfen. So, 1, vergiften und draufhauen. Und draufhauen und draufhauen und draufhauen und draufhauen. Außer natürlich eher. Gar nicht erlaubt. Ah, okay. Wie oft soll ich eigentlich noch diesen Idioten angreifen? Oder habe ich jetzt den Eindruck, dass es mit dem Leben schneller zu Ende geht? Oh, wieso bin ich jetzt wieder im Thronsaal? Hallo? Was zum? Wie kann das denn sein? Ungemütlich, sowas aus sich rauszuziehen. Oh, komm schon. Jetzt hat er so einen riesen Mördersäbel. Hey. Darf ich wenigstens noch meinen... Okay, eine Sekunde. Kurze Frage. Jetzt müsste es doch eigentlich möglich sein. Mit genug Kraft... die ich ja jetzt habe. Immun, leck mich doch am Ärmel.
Er kann nicht die Schattenwelt sehen. Oh, damit hat er nicht gerechnet. Oder vielleicht doch. Eine Sekunde. Vielleicht sollte ich ihn vergiften. Wenn ich ihm denn mal genug komme. Oh ja. Schade. Schade, dass er blockt. Dagegen hat er kaum eine Chance, weil man kann mit einem Schwert nicht unbedingt... Lass sie frei! Lass die Seelen frei! Vater, warum hilfst du mir nicht? Wovon redest du da? Hilf mir, Vater! Lass sie frei! Nein! Ich will am Leben bleiben! Ich will nicht sterben! Hier und jetzt werde ich es beenden. Jetzt ist die Frage, die Seele selbst nehmen oder den Tod seine Seele nehmen? Den Tod soll seine Seele nehmen. Wow. Gute Frage. Wenn ich die Seele nehme, der Brustumfang wächst mit dem Atmen, nur nebenbei. Wenn ich die Seele nehme, bin ich böse, aber ich bekomme eine Menge Macht. Der Tod soll seine Seele nehmen, dann wäre gerecht. Also nehme ich mal den gerechten Weg. Ja, nimm ihn mit dir. So. Wow, wenn ich die Seele nehmen würde, dann würde ich auch die Seelen der Leute nehmen, oder? Oh. Was geschieht nun? Das liegt an den Menschen. Es liegt immer an den Menschen. Die Dinge, die nun geschehen, sind Folgen der Entscheidungen, die sie treffen. Zumindest solange sie nicht versuchen, die Grenzen zu überqueren. Ich habe die Grenzen übertreten. Ich habe dich dazu gebracht. Und was wird jetzt aus mir? Das wiederum ist einzig deine Entscheidung. Du hast schon einen Pfad gewählt. Ich bin sicher, du wirst auf ihm weitergehen. Aber für lange Zeit wirst du, so hoffe ich zumindest, ohne mich auf diesem Pfad unterwegs sein. Leb wohl, meine Tochter. Und wir sehen uns in einem anderen Leben wieder. Leb wohl, Vater. Nun, ich nehme an, was auch immer ich da auf dem Rücken habe, wird wohl der Speer sein, so groß wie der da immer flackert. Das wird wohl das Ende so an sich sein. Jetzt kommen die Seelen zurück nach Venedig. Auch wenn das sehr merkwürdig ist, aber hey, was soll's. Ach, das ist Sun. So viele Seelenpunkte für so wenig Leute. Hm.